Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Railroad Tycoon 2. Und in der letzten Folge haben wir unsere Kampagne weitergespielt und haben, obwohl wir schon eigentlich Silber erreicht hatten, und wir haben unser Streckennetz mal nach unten hier erweitert und versorgen jetzt hier diesen Bahnhof, das ist Richmond Crossing, mit diesem Milchbetrieb hier mit Getreide. Und wir schauen mal kurz, wie sich das hier unten auswirkt, wenn wir die Züge jetzt anschauen. Und dieser Zug, der jetzt hier Getreide und Milch und Früchte, also aus dieser Obstplantage, nach Washington bringt, der ist jetzt auch gut ausgelastet. Und der untere, der kriegt scheinbar auch die entsprechenden Waggons von mit Getreide. Der fährt hier also diese beiden Stationen ab. Jetzt fährt er hier nach oben, nach Winston-Salem Crossing, und holt sich den dritten Waggon Getreide. Und das klappt also auch. Und fährt die dann nach oben, nach Richmond Crossing. Und in Richmond Crossing wird das Getreide teilweise verbraucht, hier in diesem Milchbetrieb. Hier haben wir nochmal Getreide. Und hier haben wir diese Obstplantage. Und Getreide plus Obst plus und so weiter wird hier weitergefahren. Und wir sehen, wir sind relativ ausgeglichen. Also der Bedarf und das Angebot sind hier auf beiden Seiten null. Das heißt, das funktioniert ganz gut. Und jetzt schauen wir mal nach Washington. Wie sieht es hier aus? Naja, okay, Washington scheint mindestens, was die Passagiere betrifft, ein bisschen zu wachsen. Hier haben wir mehr Passagieraufkommen. Wir haben mehr Passagierbedarf, deutlich mehr. Wir brauchen keine Milch. Die Milch haben wir hier auf null. Wir bräuchten Stahl. Warum braucht Washington eigentlich Stahl? Wir checken das mal kurz. Für die Tool Factory brauchen die Stahl. Eisen, Stahl und Aluminium. Okay. Und die Bäckerei, die daneben sitzt. Ja, jetzt ist wieder einer unserer Züge zusammengebrochen. Der Dreier. Was ist das für einer? Nach New York Breakdown. Okay, das ist der, der nach Albany, denke ich, fährt. Nee, Syracuse. Da können wir uns dann auch noch was überlegen. Der schaut, das schaut auch so aus. Also die ganzen Strecken können wir dann mal durchgehen. Ich denke, da sollten wir uns jetzt nicht zu sehr ablenken lassen. Wir konzentrieren uns hier mal auf Washington. Also Washington wächst. Und jetzt ist die Frage, wer fährt denn hier nach Washington überhaupt? Das ist nur dieser eine Zug, der hier. Nee, der ist aus Richmond Crossing, der kommt aus Süden. Der hier fährt nach Washington, genau. Und der ist auch relativ, der holt noch von diesem Baltimore Crossing das Getreide von hier, nimmt er noch mit. Und bringt es nach Washington. Ja. Gut, der Vorteil ist, wir haben nur diesen Zug hier auf der Strecke. Das heißt, da gibt es wenig Überschneidungen. Aber dass der jetzt tatsächlich hier jetzt bricht uns noch mal ein Zug zusammen. Washington Breakdown. Ist das eh unser Zug? Nee. Das ist der, der unten von die Milch und die Sachen nach oben fährt. Also die Zuverlässigkeit der Züge ist natürlich hier jetzt in diesem Jahr 1871 noch relativ bescheiden.
Also, der fährt hier jetzt auf jeden Fall Sachen von Washington, Passagiere nach Baltimore, nach Philadelphia. Und das tut er jetzt gerade. Und da können wir in Washington jetzt tatsächlich, denke ich, ein bisschen mehr zuladen. Wir sagen hier in Washington, nimm bitte mal einen Passagierwaggon mehr mit. Dann musst du natürlich in Baltimore auch einen mehr mitnehmen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. In Philadelphia haben wir Passagiere, die zwei, okay. Und er fährt dann zurück nach Washington. Und Washington braucht auch Stahl. Das heißt, wir können hier nicht nur diese Goods mitnehmen, sondern wir nehmen auch, wir nehmen jetzt spaßeshalber mal Lumber, also Schnittholz und Stahl noch mit. Von Philadelphia nach Washington. Wir schauen mal, ob das uns was bringt. Das sehen wir jetzt eh gleich. Er ist gleich in Philadelphia. Hier oben. Ob er dann diese ganzen Sachen tatsächlich in Philadelphia zuverlässig kriegt, ob er da voll wird. Und das Ganze dann nach Washington fährt. So, wir kriegen $3.000 mehr, das ist ja super. Also wir könnten auch Aktien erwerben und so weiter. Also das ist jetzt das Nächste, was wir vielleicht dann noch überlegen. Jetzt schauen wir erstmal. Okay, er kriegt hier keine Goods. Das heißt, die sind hier scheinbar Mangelware. Es wird hier Tool Factory. Ja, vielleicht bringt uns das was, wenn wir jetzt da. Ja. Wir schauen mal. So, jetzt fährt er nach Washington. Der fährt jetzt durch. Und da könnten wir jetzt tatsächlich diesen Schlenker hier. Den könnten wir jetzt auslassen, indem wir sagen, wir löschen das. Und er ist jetzt hier. Und er hat hier 5 Waggons aus Philadelphia. Und er nimmt jetzt hier tatsächlich die 2 Passagiere mit. Er nimmt den einen Goods mit. Er nimmt das eine Lumber mit. Er nimmt das eine Steel mit. Und er nimmt noch zusätzlich Grain mit. So, dann sparen wir uns nämlich diesen einen Schlenker da hochzufahren und er fährt von hier weiter nach Washington. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das additiv, ob er hier tatsächlich an dieser Station dann einfach das Getreide mit einlädt. Genau, und wir haben hier, naja, hier haben wir diese Geschichte mit der Kohle. Aber das ist ein getrennter Zug, denke ich, oder? War das dasselbe? Nee, das war ein getrennter Zug. Das war der hier auch da drüben die Kohle holt. Und das Eisen. Der fährt hier runter und holt auch die Kohle. Okay, so. Also es geht um den hier. Und der sollte jetzt hier eigentlich im Baltimore Crossing. Ah ja, da kommt er jetzt hin. Da kommt er jetzt hin. Baltimore Crossing, das müsste das hier sein. Und da sollte er jetzt ein Getreide zusätzlich ankoppeln. Ja, das macht er. Okay, und es geht weiter. Gut, das funktioniert. Das heißt, da haben wir jetzt was gelernt. Das wusste ich gar nicht. Also entweder ich habe das damals gar nicht kapiert. Vermutlich schon. Aber das habe ich vergessen. Wie man diese Steuerung, dass man hier kumulieren kann. Dass man also Routen zusammenstellen kann und kann kumulieren. Ne? Das macht schon Sinn. Damit man da nicht irgendwelche Leerfahrten hat zwischendrin, die dann ganz umsonst hier
sind. Okay, jetzt ist er relativ voll. Also in Baltimore macht er nichts mehr. Er fährt jetzt durch nach Washington. Und in Washington braucht er eben hier für diese Tool Factory, braucht er Steel und den ganzen anderen Quatsch. Und für die Bäckerei braucht er das Grain. Und da produziert er Food. Und eigentlich müssten wir dann in Washington Food haben. Ja, ist okay. Ihr seid irgendwie begeistert. Okay. Ja, aber hier ist kein Food. Also irgendwie wird das Food noch nicht produziert, weil da noch was fehlt. Was braucht der noch? Grain? Der sollte eigentlich mit. Oder wird uns das Grain, also das Korn von wird das woanders verbraucht? Hier nicht. Weil wir fahren auch Getreide nach Washington. Sehen wir hier unten. Also wo kommt unser Getreide hin? Oder nimmt da jemand Lebensmittel mit, ohne dass wir das jetzt vergessen haben? So, jetzt fährt er nach Baltimore mit zwei Passagieren. Und in Baltimore, da hängt er einen zusätzlich dran. Ja, da kann er eigentlich zwei dranhängen. Wir versuchen das noch, vielleicht kapiert er das noch. Da müsste jetzt zwei dranhängen. Unload. Na gut, der eine bleibt leer. Das heißt, wir hätten jetzt... Na doch, der kommt sogar noch dazu. Und jetzt geht's zurück mit Passagieren nach Philadelphia. Okay. Das funktioniert, denke ich, auch schon ganz okay. Hier unten, sehe ich das richtig, der hat Grain. A Log, aber dieses Pulpwood, das funktioniert nicht. Gut. Das Sägewerk. Philadelphia Place ist das hier drüben. Also mit dem, dieses Pulpwood wird so selten, so wenig produziert, dass das im Prinzip, naja. New building is available, grain silo. Okay. Schauen wir mal. Grain Silo, das kaufen wir natürlich hier in den Städten, wo es Sinn macht, kaufen wir das. In Baltimore. Und in hier unten, denke ich, macht es auch Sinn. Grain Silo. Und hier. Ups. Das ist diese ganze Getreideschiene. Und okay, hier wahrscheinlich auch. Sudbury. Ja, okay. Hier sollten wir also auch Telegraph Pole und wir nehmen noch ein Grain Silo. So. Und natürlich in Philadelphia. Okay. Also wenn ich da so die Zugliste hier anschaue, jetzt am unteren Ende, die wir jetzt zuletzt hier im Süden, also an der Ostküste, da installiert haben, dann fahren die weitestgehend alle voll. Da ist wenig Leerstand. Ja, Increase, gut. Philadelphia mit den Passagieren. Also das wird auch das Passagieraufkommen in Philadelphia, denke ich, jetzt erhöhen. Jetzt schauen wir nochmal, was macht er jetzt nach Philadelphia? Der fährt jetzt nach Washington zurück. Charlotte hat es offered. Also wir könnten alle möglichen Städte jetzt anschließen. So, wir fahren nach Baltimore Crossing.
Ah ja, und da holen wir jetzt dieses das Getreide und dann fahren wir nach Washington. Was mich hier ein bisschen wundert, ist, Philadelphia bietet kein Stahl mehr an. Da ist kein Stahl mehr. Das heißt, wir liefern da scheinbar zu wenig Eisen hin. Und wir können jetzt natürlich mal Folgendes tun. Wir können hier tatsächlich mal die Stahlwerke kaufen für 800.000. Das können wir uns leisten. Ich möchte nur mal sehen, ob das uns was bringt. Wir schauen dann nachher in der Tool Factory. Ja, es könnte sein, dass die Tool Factory natürlich hier auch das Eisen wegzieht und Goods draus produziert. Okay. Irgendwo war hier nur Aluminium. Oder habe ich mich da getäuscht? Oder gibt es das noch gar nicht? Das glaube ich, gibt es hier noch gar nicht. Okay, naja, egal. Also wir schauen mal. Wir kaufen mal dieses Stahlwerk hier oben. Und wir kaufen mal in Washington diese Tool Factory und die Bäckerei hier. Und ich möchte einfach nur mal, um auszuprobieren. Und wir könnten auch diese Silos hier kaufen und das hier kaufen. Weil da, ich kaufe das jetzt einfach mal alles, weil da holen wir ja beständig die Sachen ab. Das heißt, wir wollen da wirklich, da verdienen wir ja Geld damit, ne? Denke ich. Das ist jetzt meine Theorie. Ich würde das jetzt einfach mal kaufen, Geld genug haben wir, um einfach mal dann in der Bilanz zu sehen, wie sich das auswirkt. So, im Jahresbericht. Da schauen wir dann mal in die Bilanzen. So, wie sieht es hier in Washington aus? Also wir wollten ja, Washington war ja unser Drehkreuz hier. Wir wollten Washington entwickeln. So, 0,5 per Passenger Year, ein Haus. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Häuschen in Washington im Einzugsbereich. Das heißt, wir müssten hier 5 Passagiere haben in Washington pro Jahr. Und da ist jetzt tatsächlich Food. Also da ist jetzt Essen. Okay. Das heißt, es produziert tatsächlich Essen. Und Jo. Ja, ich schaue gar nicht rein jetzt im Moment, das heißt eigentlich schon. Moment, wo kriegen wir den Jahresbericht? Corporate, kriege ich den nur wirklich zum Jahreswechsel oder kann ich den auch hier irgendwo abrufen? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn ich hier reinschaue, okay, Cash, Buildings. Land Rights, Tracks, Trains, Industry Investment. So, Einkommen, Ausgaben, Einnahmen, Revenues. Also wir verdienen mit dem Passagierverkehr mit Abstand am meisten 23 Millionen. Income Statement Lifetime. Also im Moment. Ja, haben wir bisher insgesamt über die ganze Spielzeit hinweg haben wir mit den Passagieren am meisten verdient. 23 Millionen. Mit Fracht haben wir 5 Millionen verdient. Mit den Stationen haben wir 3 Millionen, knapp 4 verdient. Industry Profits 13.000. Das Ganze kann man vergessen erstmal. Und mit sonstigen haben wir 2 Millionen. Und da wäre jetzt die Frage... 75 war also der Zustand hier. Und jetzt schauen wir mal, 74 hat es nur so ausgesehen mit Passagieren. Industry Profit. Das heißt, wir müssten da jetzt da müssten wir jetzt tatsächlich einen Zuwachs sehen. Wir checken das mal.
So, und Washington, ja, die haben enormen Passagierbedarf. Also da müssten wir eigentlich noch viel mehr Passagiere hinfahren, als wir bisher tun. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die her? Weil hier in Baltimore haben wir nichts mehr. Haben wir, wie sieht es hier in New York? In New York wäre jede Menge. Das heißt, wir könnten die Strecke hier, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen überladen. Wenn wir jetzt die noch nach New York ausweiten, macht es Sinn? Philadelphia. Ich glaube nicht, das wird zu unübersichtlich. Also das wird mir dann zu unübersichtlich. Können wir das hier von Washington nach Washington? Wir könnten hier von Baltimore Crossing, das ist die letzte Station, und dann fährt er zurück nach Washington. Ja, also das haben wir eh relativ gut hier schon organisiert. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen da einen neuen Zug auf. Wir nehmen den 8-Wheeler und dann sagen wir, fahr mal von New York nach Washington und bring da mal einfach Passagiere hin. Und zwar volle Kanne. Und in Baltimore nimmst du drei mit und vielleicht Lebensmittel. Genau. Und fährst zurück nach New York. So, dann schauen wir mal, was das bringt. Oh ja, das bringt schon jede Menge. Mindestens jetzt mal in der ersten Runde. Das ist die Frage, ob das so bleibt, wenn der jetzt regelmäßig fährt. Die Frage ist, ob wir hier eine schnellere Verbindung einrichten. Wir geben dem mal Vorfahrt. Das heißt, der sollte jetzt einfach durchfahren nach Washington. Wenn der jetzt in Washington eintrifft, dann würde ich gerne sehen, was der uns am Profit bringt. Und ich würde dann ganz gerne mal abwarten, wie profitabel ist er, wenn er zurückfährt nach New York. Und noch mal eine Runde abwarten, wie es aussieht, wenn er dann wieder in New York zurück ist, ob er dann wieder sechs volle Waggons an Passagieren in New York aufnehmen kann. Oder ob das dann abnimmt. Ich vermute eigentlich nicht. Er ist eigentlich lange genug unterwegs. Der ist eine ganze Zeit jetzt hier unterwegs, bis er in Washington ankommt. Und in der Zeit sollte eigentlich das Aufkommen wieder deutlich in New York wieder da sein, ne? So, die kürzen unser Gehalt. Okay. Es entzieht sich so ein bisschen meiner Ding. Waren das jetzt die? Wir verdienen Geld nach wie vor, soweit ich das sehe. Aber waren das vielleicht diese Betriebskäufe, die wir jetzt gekauft haben, die Betriebe, die wir gekauft haben, dass das jetzt nicht gut angekommen ist bei den Investoren? Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt mal. Wir können das gleich. Ich will jetzt noch abwarten, bis der in Washington ist und dann nochmal kurz sehen, wie diese Route, diese neue zwischen Washington und New York funktioniert. Und dann schauen wir uns nochmal, dann schaue ich mir nochmal die Bilanzen an, ob diese Betriebe, die wir jetzt da gekauft haben, ob die tatsächlich was bringen.
ob die dann was bringen. So, der ist jetzt gleich in Washington. Mal schnell checken. Es hat jetzt natürlich ein bisschen verloren. 715.000. Das ist für die kurze, relativ kurze Distanz, ist das okay. Weil ich denke, wenn wir New York, Chicago fahren, dann haben wir irgendwie 1,7 Millionen. Aber der Zug ist deutlich, deutlich länger unterwegs. Der ist 3, 4, 5 Mal so lange unterwegs wie auf der Strecke. Das heißt, wenn die Strecke konstant irgendwo um die 700.000 bringt, dann ist die profitabler als New York-Chicago. Die zwar deutlich mehr Geld in die Kasse spült, wenn er da ist, aber es dauert ja ziemlich lange, bis der Zug dann in Chicago ankommt und umgekehrt. Also die Frequenz ist da schon auch entscheidend. Und er fährt jetzt zurück mit 4 Waggons. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach Washington rein. Okay, da ist jetzt kein Passagier mehr. Wir sehen hier auch, dass nach Washington ziemlich viel gefahren wird. Also und aus Washington relativ wenig. Okay, aber was mich jetzt interessiert ist, ob dieser Zug hier, wenn er denn in New York ankommt, der ist jetzt irgendwo, wo ist er hier? Bei Philadelphia. Wir können ja mal schnell klicken, dann sehen wir das. Ja, der fährt jetzt gleich in Philadelphia durch. Ob der dann diese vollen 6 Passagierwaggons hier in New York wieder kriegt. Und es sieht so aus, ja. Das sind 6, 7 Waggons. Wir haben auch Mail jede Menge. Tool and Die Factory have stopped accepting iron. Iron, you must now ship this cargo to a steel mill. Then you can ship the finished steel to a tool and die factory. Okay. Naja, okay, das ist ja okay. Da haben wir noch kein Problem. So, die wollen okay. So, und hier haben wir eigentlich jetzt jede Menge Passagiere in New York und wir haben auch Mail. Und wir können ja mal schnell noch mal bei Washington reinschauen. Haben wir da Bedarf an Baltimore hätte noch. Baltimore hat Bedarf an Passagiere und Mail. Und Washington nur Passagiere. Wir können hier mal sagen, fahr nach Washington. Und beim Zurückfahren, wir löschen das mal ganz kurz. Nimm beim Zurückfahren mal Baltimore noch mit rein. Baltimore. Also er kommt von New York. Ah, das habe ich jetzt verkehrt gemacht. Er kommt von New York nach Washington. Okay. Und in Washington haben wir gesagt, wir nehmen hier nicht die volle Distanz, sondern wir nehmen hier nur 3 mit oder 4. 4 Passagiere. Und jetzt nehmen wir noch auf den Rückweg, fahren wir noch nach Baltimore. Den Baltimore nehmen wir nochmal einen Passagier mit. Jetzt haben wir 5 und oder wir nehmen noch 2 Mail mit. Genau. Okay. Die Frage ist, okay, das ist gut. Washington würde eigentlich auch Mail anbieten und Baltimore braucht auch Mail. Also wir können im Grunde genommen den Zug, wir können den Zug splitten. Ja, wir lassen das mal so. Ich glaube, das ist hier schon eine gute Ding. Wir schauen jetzt mal, in New York ist er angekommen. Jetzt macht er einen Unload. Jetzt lädt er in New York diese 6 Passagiere, diese 6 Waggons. Okay. Irgendwo können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Campaign Load, Cancel.
Kann man das bei den Einstellungen machen? Ja, Game Speed ist jetzt bei 3. Das können wir ein bisschen erhöhen. Wir erhöhen das jetzt ein bisschen, um einfach schneller die Resultate zu sehen. Okay, wir haben jetzt eine Consolidation. Und die sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also wir können da mal unsere ganzen alten Züge jetzt langsam auch ersetzen. Das machen wir auch. Aber jetzt will ich erstmal noch sehen, wie das hier mit Washington funktioniert. Der ist hier in Philadelphia durch. Und auf dem Rückweg sollte er dann in Baltimore was mitnehmen nach Washington. Und im Grunde genommen können wir diese Strecke Washington-Baltimore, wie sieht es denn in Philadelphia aus mit, ja, da ist auch Passagiere jetzt. Also die kürzen immer noch unser Gehalt. Okay. So. Der ist jetzt gleich in Washington. Wir können im Grunde genommen noch einen zweiten Zug da reinschieben. 500.000. Jetzt fährt er nach Baltimore und er wird hier in Washington nicht mehr ganz voll. Und er fährt jetzt praktisch nur mit einem Waggon Post. Large Hotel. Das können wir jetzt auch. Fährt er nach New York. Das ist natürlich... Und wir schieben hier jetzt, dann schieben wir hier jetzt spaßeshalber nochmal Philadelphia rein. Philadelphia. Aber da ist auch nichts. Und sagen ihm, fahr da einfach weiter mit der Kombination. Mal schauen, was er da macht. Also er fährt, naja gut, das hat er jetzt nicht kapiert. Das heißt, er fährt jetzt durch nach New York. Accepting raw produce and coffee. Mastership discovered to a cannery. Okay. Also die Städte akzeptieren das nicht mehr. Alles klar. Da müssen wir also jetzt dann schauen. Aber jetzt interessiert uns erstmal diese New York Linie. Was da los ist. Okay. New York, Washington ist nach wie vor hochprofitabel. Also das funktioniert. Er fährt runter. Er ist in Philadelphia. Ich will jetzt nur noch mal die Rückroute noch mal sehen. Ob dieser Stop in Philadelphia irgendwas bringt. Also unsere Warenströme hier, die kürzen weiter, unser Salary, okay, unser Gehalt. Ja, wir schauen uns gleich nochmal die Betriebe an. Engineers developed steel railway bridges. Okay, es gibt jetzt eine neue Brücke und die sind billiger als die Steinbrücken. Okay. Das können wir beim Bau natürlich berücksichtigen. So, der ist jetzt gleich in Washington. 654.000. Und er hat er fährt nach Baltimore jetzt nur noch mit einem Waggon. Aber in Baltimore legt er jetzt kräftig zu. Da haben wir jetzt 4 plus eine Post. Und jetzt schauen wir mal, was... Bloom ist off. Okay. Jetzt schauen wir mal, was er in Philadelphia macht. Ob er dann nochmal das eine Post auffüllt und Passagiere ablädt oder was er dort macht. Immerhin, sie haben jetzt aufgehört, unser Gehalt zu kürzen. Okay. Da müssen wir nochmal verstehen, warum das so ist. So, da lädt er jetzt aus. Post. Er fährt mit 4
Passagierwaggons nach New York. Okay. Also die Strecke ist schon... Ja, weiß nicht. Okay, jetzt haben wir hier mit den Zügen ein langsames Problem. Ich werde die jetzt mal austauschen alle. Wir checken bloß nochmal. Track blocked. Warum ist die blocked? Ach so, weil da jetzt unser Zug liegt. Okay. Das ist also ein Problem. Aber das ist ganz einfach. Wir ersetzen jetzt einfach und wir tun da die Consolidation. Also wir haben hier den 8-Wheeler und wir sehen, dass die Consolidation an der Steigung noch besser ist. Und above average und die Zuverlässigkeit ist gut. Und below average, also da verlieren wir nichts. Das heißt, wir tauschen die ganz alten Züge, die tauschen wir jetzt alle aus. Wir können es uns ja leisten und nehmen diese Consolidation. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die ist zuverlässiger und die ist schneller. Hops. Jetzt haben sie uns noch mehr das Gehalt gekürzt. Also ich bin nicht so ganz... also wir müssen uns das nochmal gleich anschauen. Was hier das Problem ist mit unserem Gehalt. So, wir kaufen jetzt hier die ganzen Loks. Chicago, klar, das macht auf der langen Strecke vor allem Sinn, weil der deutlich schneller ist. Und hier bei denen macht es auch Sinn. So, und wir haben hier Washington, Replace, Consolidation, und hier haben wir die, da ist jetzt die Frage, okay, jetzt kommt der, den würde ich aber eh nicht nehmen, weil die Beschleunigung ist schlecht, die Haltbarkeit, also die Verlässlichkeit ist gut. Und die Werte hier schauen auch nicht schlecht aus. Aber ich glaube, der ist nicht besser als die Consolidation. So, der ist jetzt in Washington angekommen. Ich würde den tatsächlich noch, den würde ich auch jetzt gegen die Consolidation. Ich nehme die anderen alle raus und mache hier nur noch die Consolidation. Das scheint die beste Lok zu sein im Moment. So, also wir sehen hier, er fährt jetzt nach Washington von New York aus und New York scheint jetzt ein bisschen gesättigt zu sein. Wir checken mal, wo ist der? Achso, der kommt jetzt in Washington an und jetzt lädt er. Okay. Kürzen weiter. Okay. Ich dachte, wir haben die gekauft. Haben wir doch nicht gekauft. Und das dachte ich, haben wir auch gekauft. Ich bin ein bisschen verwundert. Haben wir doch nicht gekauft. Housing. Das haben wir. Doch, das haben wir gekauft. Okay. Na gut. Er ist jetzt in Philadelphia. Also die Kombi hier, die glaube ich, macht schon Sinn. Ja. Die macht schon Sinn. Aber einen zweiten Zug auf der Strecke, denke ich, mit Passagieren und Dingern braucht man nimmer. Das reicht, denke ich, hier. In Washington sieht es gut aus. In Baltimore haben wir ein bisschen Mailüberschuss. In Philadelphia haben wir noch Passagiere und Stahl. Und hier haben wir, New York ist jetzt auch ausgeglichen. Okay, da haben wir halt Ölüberschuss. Und die kürzen das Gehalt weiter. Also, wir schauen jetzt mal hier nochmal in die Bücher als allerletzten Punkt. Das neue Wirtschaftsjahr hat angefangen. Das heißt also, das Jahr sagt uns noch nichts, aber das letzte Jahr, und da sehen wir, wir haben mit Passagieren 700.000 verdient.
Okay, das ist zurückgegangen. Wir haben im Jahr vorher haben wir mit Passagieren noch 1,3 Millionen verdient. Allerdings könnte das dieser Chicago-New York sein. Der kommt nämlich nicht jedes Jahr an. Die Zeit vergeht zu schnell. Das heißt, das könnte sein, dass in den Jahren, wir gehen mal ein Jahr noch zurück, ja, dann sehen wir, dass hier die Passagieraufkommen auch niedriger war und hier wieder höher. Und hier war das Passagieraufkommen am höchsten. Das heißt, das ist wahrscheinlich liegt es an dieser Strecke Chicago-New York. Die schlägt sich einmal in einem Jahr nieder und im nächsten Jahr nicht, weil er dann eben erst verspätet ankommt. Aber wie sieht es mit der Fracht aus? Fracht haben wir 570.448, 446, 619. Das heißt, da haben wir eigentlich jetzt eine Steigerung auf 570, knapp, aber Stationen. Dann haben wir mit den Industrieprofit, da machen wir Verlust. Mit unseren Gebäuden machen wir Verlust. 50 jetzt nicht dramatisch, aber immerhin 50.000, irgendwo zwischen 50 und 100.000. Das heißt, das ist noch nicht optimal. Und ich weiß nicht, was dieses Sonstige hier heißt. Genau. Tja. Also mit unseren mit unseren gekauften Betrieben, da machen wir im Moment noch Verlust. Da müssen wir also nochmal überlegen, was wir da machen. Gut, ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut. Wir sind schon deutlich über der halben Stunde. Und schauen uns in der nächsten Folge, würde ich nochmal ganz gerne ein bisschen reingraben, wie wir mit unseren Industriebetrieben, mit den Betrieben hier in die Gewinnzone kommen. Was machen wir hier falsch, dass wir hier Verlust machen, also dass wir hier Geld verlieren. Eigentlich sollte man Geld mit denen verdienen. Aber wahrscheinlich liefern wir zu wenig Güter dahin. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Also das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Jedenfalls sind unsere Investoren sind nicht zufrieden mit uns, weil die uns ständig das Gehalt kürzen. Möglicherweise deswegen. Wegen dieser Industriebetriebe. Keine Ahnung. Okay, also falls es Spaß gemacht hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wer keine Folge verpassen will hier von Railroad Tycoon oder von den anderen Spielen, die hier im Kanal laufen, wie gesagt, Patricia Sapiens, mal schauen, ob da noch was dazukommt. Der ist herzlich eingeladen zu abonnieren. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.